Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Wie ihr seht, ja, ich bin in der Schweiz. Und es gibt noch ein Land ohne Masken, ohne Abstand. Ach, ich hab's gar nicht mehr geglaubt. So, ja, heute bin ich in der Schweiz zu Dreharbeiten. Ich freue mich natürlich wie eine Keksrolle. Endlich wieder drehen. Weil der richtige, wirkliche Dreh war ja nun wirklich Ende Februar. Dann war ich noch mal vor, ich glaube, 1,5 Monaten, war ich noch mal in Köln und habe die Spezialisten gedreht. Ganz ehrlich, nicht witzig. Abstandsregel, Drehbuch umgeschrieben. Es hat alles doppelt so lang gedauert. War nicht lustig. Der große Vorteil war, dann durfte ich noch mal nach Ungarn 9 Tage. Davon haben wir 4 Tage gedreht. Und jetzt bin ich natürlich hier in der Schweiz. Und ich freue mich wie eine Keksrolle. Und es wird auch sehr interessant, weil, sagen wir mal, das mit dem Erschießen, dass ich erschossen wurde, das kenne ich ja nun schon. Mit den Blutpads und allem drum und dran, was man da so hat. Aber diesmal wird mir der Arm abgeschnitten oder besser gesagt das Handgelenk abgeschnitten. Ich bin Opfer nicht eines Serienkillers, einer Serienkillerin. Ich glaube, es wird mega lustig. Ich habe voll Bock drauf und ich schicke euch später dann weitere Informationen. Ganz liebe Grüße aus der Schweiz, ein Land ohne Maske und ohne Abstand. Euer Seven, ciao.